haben. Ich hoffe, das schickt schon so. Und jetzt bitte Aufzug funktioniert. Bitte, 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 bitte. Ganz viel bitte. Hab mich lieb und funktioniert. Jetzt habe ich auch keine Idee mehr. Stäbe vielleicht verkehrt eingesetzt. Einzige Möglichkeit noch. Blaue Not mal vertauschen. Blau, Rot, Gelb machen wir jetzt mal. Hä? Also wir versuchen, also vorne der leuchtet ja, das sieht man ja. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh, der blaue leuchtet, wenn ihr mich fragt. Oder ich bilde mir ein, er leuchtet. Die leuchten eigentlich alle drei. So, also wir haben jetzt Blau, Rot, Gelb. Wenn das so auch nicht funktioniert, dann tausche ich nochmal die letzten beiden aus. Ich bin mir sicher, dass der blaue vorne war. Mal testen. Geht wieder nicht. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Finde heraus, wie man den Motor am Start muss. Ja, die Maschine in Gang setzt. Ja. Ich versuch's ja. Kann ich mir eigentlich nur noch denken, dass die beiden hier falsch sind. Aber die gelbe in der Mitte hatten wir auch schon. Jetzt leuchtet der doch, oder nicht? Leuchten jetzt alle drei? Ich bin verwirrt. Wenn nicht, müssen wir alles umbauen. Gelb oder rot mal nach vorne und die anderen beiden hinten jeweils vertauschen. Alles testen mal. Geht immer noch nicht. Geht nicht. Okay. Also der blaue Stab, der kommt jetzt mal ganz nach hinten. Blauer Stab nach hinten. Roter Stab nach vorne. Nächster Test. Auch keine Bauern leider dafür, wie die eingesetzt werden. Das habe ich keine gesehen. Geht wieder nicht. Was habe ich denn da verkehrt gemacht? Oder vielleicht fehlt noch mehr außer die Stäbe, kann auch nicht sein. Weil diesen Druckausgleich oben, den haben wir ja schon eingestellt, das war ja richtig. Tja, dann haben wir noch die D-Blau in die Mitte. Trinity Dampfstab. Gibt es auch keinen Hinweis, in welcher Farbenreihenfolge man die anordnen muss. Oder ich hab's nicht gesehen. Oder hier unten und fehlt noch was an der Maschine. Wieder nicht. Okay. Dann müssen wir zusammen noch mal gucken hier. Puh. Gibt es hier noch einen Hebel? Mal alles genau nachgucken. Zahne, da sitzen alle. Hier ist nichts mehr. Hm. Bin ich total perplex. Jetzt gehen wir nochmal logisch an die Sachen. Hatten wir alle Stäbe vorne? Ich glaube rot war. Gelb war nicht vorne. Haben wir nochmal gelb nach vorne.
Okay, jetzt zischt da was. Das sieht gut aus. Jetzt dampft sie überall. Oh oh. Jawohl, jetzt haben wir Dampf auf dem Kessel. Yes! Tschakka! Sehr schön, die Maschinerie läuft. Jetzt nichts wie hoch zum Fahrstuhl und schnell nachgucken, ob der auch echt aktiv ist. Geil. Das ist nicht so toll, der Schleim. Ja, ich laufe hier schon. Lass mich nur Schleim. Schnell, 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 schnell. Schnell! Ja, ich beeil mich doch schon. Und jetzt schnell in den Aufzug. Boah. Jetzt bin ich froh, dass die Maschine jetzt läuft. Schnell. Oh nein. Schnell, 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 beweg dich. Beweg dich, Daniel, lauf. Gott sei Dank. Das hat mir fast den Nerv geraubt jetzt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in den Keller fahren oder nach oben. Okay, wir fahren nach unten scheinbar. Was ist denn das denn anscheinend? Ich hoffe nicht die Zisterne. Beziehungsweise ich weiß es echt gar nicht mehr. Scheinbar jetzt sozusagen das nächste Kapitel erreicht in der Geschichte. Und jetzt sind wir mit dem Fahrstuhl abgestürzt. Und ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt aufwachen hier. Das sieht nach Kellergewölbe aus. Ich glaube, wir sind jetzt bei der Zisterne. Und der obere Teil des Schlosses ist damit scheinbar abgehakt. Come here now. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. Einer der Verantwortlichen als Baron eines Gefängniswärters. Hier werden Kriminelle eingesperrt. Oh nein. Nicht der Gefängniswärter. Hier habe ich ganz böse Erinnerungen. Don't linger. Bitte nicht. Nein. Folge der Blutspur. Oh, bitte nicht. Uns erstmal hier den Weg freiräumen. So. Hup. Einmal springen kurz. Und dann räumen wir erstmal diese ganzen Felsbocken hier zur Seite. Ach, das klemmt alles hier. Nein. Diese Stimmen, ey, die sind so grausam, ey. So, das müsste eigentlich reichen. Noch die Steine weg. Ja. Ja, komm, Daniel. Nicht genug Fleisch gegessen eben. Schnell, mach hin. So. Und jetzt willkommen in der Kruselhölle. Also hier an den Abschnitt des Spiels habe ich ganz, 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 ganz böse Erinnerungen. Willkommen in der Todeszone. Zellenbereich 1, hier sind wir jetzt in Niemandsland, das schwöre ich euch. Darf ich auch Licht anmachen? Oh nein. Oh nein. Ich schwöre es euch, ich habe hier so, so böse Erinnerungen an diesen Abschnitt. Ich weiß, dass wir diesen Hammer irgendwann mal brauchen. Das hier ist der blanke Horror, das schwöre ich euch, wo wir jetzt hier gerade sind. Ich weiß, dass wir hier nach in die Zisterne kommen.
schau mal eben nach, wie viel Lampenöl wir noch haben. 12. Dann können wir gleich mal eins nachfüllen. Ich glaube, hier unten gibt es auch kein Fass. Macht euch schon mal drauf, Bruder, dass wir gleich sterben. Nämlich genau jetzt. Jetzt einfach mal hier Licht an, ey. Geht ja gar nicht. So, jetzt haben wir Licht. Von da sind wir gekommen. Hier geht's nach rechts und da geht's die Treppe rauf. Ich weiß, dass da oben irgendwo ein Zimmer ist. Da ist ein Loch in dem Boden. So viel kann ich euch schon mal verraten. Überall die Ratten, ey. Zünderdosen. Ja, damit. Also hier unten kann man eigentlich gar nicht genug Licht anmachen. Das ist echt so. Das ist so krass, ey. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Jetzt hat er uns. Diesmal hat er uns. Diesmal hat er uns. Setzen wir uns einfach mal hier in die Ecke. So übel. Ich weiß nicht, ob ihr eben die eine Stelle bemerkt habt, aber da war eine Gittertür, da war noch ein Monster dahinter. Das war nicht dasselbe, den wir bisher gesehen haben. Den wir jetzt gerade gesehen haben, vor ein paar Sekunden, das ist der vom Anfang des Monsters. Und der andere, der ist neu. Boah, überall Gänsehaut. Schau mal, ob er weg ist. Ist er, was auch immer. Da oben steht er. Oder stand er eben da. Wir gehen mal nachgucken. Nützt ja alles nichts. Rechts von uns geht es auch noch einen Weg lang. Aber das lassen wir erstmal. Ich will ja eigentlich nur noch weg. Also die Musik ist weg. Und das ist ja scheinbar auch weg. Where is she? Where did she go? No. Hammer und Meißel. Brauchen wir gleich. Things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Ja, das weiß ich auch, dass das hier kein Ort für ein kleines Mädchen ist. Wir haben gerade einen Meißel gefunden, Hammer haben wir eben schon aufgenommen und damit müssen wir gleich ein Loch in den Boden schlagen hier hinten bei der Tür. Das zeige ich euch jetzt und dann fallen wir in den Zisternenbereich runter. Schwachstellen. Eine der verschlossenen Gefängnisse hat ein leicht zu öffnendes Schloss. Da brauchen wir jetzt irgendeinen Gegenstand für. Hm, wir versuchen es mal mit der hohlen Nadel. Das funktioniert so leider nicht. Daniel hat Angst. Hört ihr, wie er zittert? Hat Angst. Oh, wer hätte das nicht? Da ist er wieder. Da ist er wieder. Sei leise. Drück dich in die Ecke und sei leise. Der ist direkt vor der Tür. Psst. Psst. Bitte, bitte, bitte. Bitte geh einfach weiter. Du hast mich nicht gesehen, nicht gehört. Bitte geh weiter. Bitte, 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 bitte. Die Musik weg ist, Körper wieder vor die Tür. Der ist noch da, der ist noch da, der ist noch da. Boah, diese Schreie, ey. Krass. Ich schwör, wenn die Ratten uns gleich verraten, ey, dann krieg ich so ein Raster. Lampenöl.
lasse ihn jetzt einfach mal in Ruhe. Denn ich weiß, dass wir in den Raum hier müssen. Weg mit diesem Bett.